Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. In einem Video hatte ich euch ja bereits die EB55 Power Station von Blue Yeti vorgestellt mit allen Einzelheiten. Das Video finde ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und darauf bin ich auch auf ein Thema drauf eingegangen, dass man diese auch mit Solarpanels, also über die Sonnenenergie, komplett kostenlos wieder aufladen kann, um dann somit natürlich auch ohne Stromkosten elektrische Geräte betreiben zu können. Deswegen schauen wir uns in diesem Video das Produkt PV200 von Blue Yeti an. Das Ganze sind nämlich die Solarpanels. Das versteckt sich hier hinter. Und was es damit auf sich hat, wie die Connection funktioniert und wieso der Alltagstest mit der Leistung an sich ist, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's nach dem Intro. Starten wir natürlich wie immer als erstes mit dem Lieferumfang. Zu euch nach Hause kommt die PV200 in dieser Verpackung und ist hier auf jeden Fall auch gut und sicher geschützt, denn das ist ja bei Solarpanels gerade auf dem Transportweg sehr, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt die Verpackung hier entfernt haben, dann kommen wir auch schon zum eigentlichen Produkt. Es gibt hier aber noch eine Bedienungsanleitung mit einem Quick Start Guide, wo wir dann nochmal die nötigen Infos für den Start finden. Die PV200 ist dann hier auch aufklappbar, was ich richtig gut finde. Und ich muss sagen, die kann man hier auch echt gut, ich sag mal, mehr oder minder kompakt mitnehmen. Also die ist jetzt nicht so dick. Zum Aufklappen kommen wir gleich nochmal, aber auch vom Material her, muss ich sagen, ist das wirklich sehr, sehr schön hochwertig. Man merkt auf jeden Fall, dass das jetzt keine billigen Materialien sind, sondern das hat wirklich einen wertigen Eindruck, was natürlich auch gerade in diesem Punkt Solarenergie sehr, sehr wichtig ist. Auch der Griff hier auf der Oberseite wirkt auf jeden Fall schön massiv, schön robust. Das kann man auch gut unterwegs mitnehmen. Gerade wenn man vielleicht jetzt irgendwie mit dem Auto mal unterwegs ist, in der Natur, mit dem Camper, im Urlaub, in Skandinavien oder wo auch immer und hat dann die EB55 mit dabei und vielleicht ist keine Steckdose in der Nähe, dann ist es auf jeden Fall super praktisch, wenn wir diese Solarpanels dabei haben. Am Tag, Sonne scheint richtig schön, können wir diese einfach dann aufstellen, an die EB55 anschließen. Und wenn jetzt eine gute Sonneneinstrahlung ist, dann ist auch die EB55 mit seinen 537 Wattstunden innerhalb von 3 Stunden wieder aufgeladen. Jetzt haben wir aber nur in der Theorie gesprochen, jetzt stellen wir die doch einfach mal auf. Was wir auf jeden Fall jetzt beachten sollten, wenn wir die transportieren oder unterwegs mal mitnehmen, geht ein bisschen vorsichtiger damit um, schmeißt die jetzt nicht auf den Boden oder sonst was, sondern passt einfach so ein bisschen drauf auf. Es sind Solarpanels und ihr möchtet die auch lange dann im Alltag nutzen. So, ihr braucht natürlich dann auch eine gewisse Fläche. Jetzt können wir die einfach hier aufklippen auf beiden Seiten und dann können wir diese auch schon aufstellen. So sieht dann ein Panel aus. Das Gute ist, auf der Rückseite gibt es dann Aufstellmöglichkeiten, auch in verschiedenen Winkeln. Am besten einfach die 45 Grad Position auswählen. Das ist so die ideale Position, wenn wir die Solarpanels nutzen möchten. Ist auch markiert, aber es gibt auch verschiedene Aufstellmöglichkeiten, verschiedene Winkel. Ihr braucht auf jeden Fall so ein bisschen Platz, aber ich finde vom Platz geht das auf jeden Fall noch. Also wir haben hier insgesamt 200 Watt Ausgangsleistung. Jetzt ist es gerade ein bisschen bewölkter, aber ich habe es natürlich auch schon getestet, wo es richtig schön sonnig war. Ich stelle ihn noch mal eben kurz auf und dann erzähle ich euch noch ein paar weitere Infos dazu. Die sind jetzt aufgestellt und als nächstes brauchen wir natürlich das Kabel für die Power Station. Dieses befindet sich auf einer Tasche auf der Rückseite, ist also immer mit dabei, da könnt ihr es auch verstauen. Das ist super praktisch und so kommen wir dann auch direkt an das Kabel und können dieses an die Power Station aufstellen. Wichtig, wenn ihr die Power Station dann damit aufladet, lasst die nicht unbedingt in der prallen Sonne stehen, sondern stellt sie vielleicht hinter die Solarpanels in den Schatten oder wenn daneben irgendwie ein Baum mit Schatten ist, stellt sie dahin, denn das Kabel ist 3 Meter lang und wenn ihr dann noch das Kabel von der Power Station an sich, also das Verbindungskabel nutzt, ist es noch mal länger. Stellt es einfach in den Schatten, dann nimmt es hier keinen Schaden. So, das eigentliche Setup ist jetzt aufgebaut. Power Station wird aufgeladen und auch vom Winkel, muss ich sagen, haben wir jetzt hier die 45 Grad. Das steht sehr robust. Auch wenn jetzt mal so ein bisschen Wind kommt, dann
wird es jetzt nicht umgeweht, es sei denn, es ist wirklich schon starker Wind. Aber ja, bei normalen Bedingungen würde ich sagen, hält es hier auf jeden Fall gut stand. Wenn wir das wieder zusammenfalten möchten, die Faltgröße beträgt hier 52 x 52 cm und das Ganze bei einem Gewicht von 6,5 kg kann man also auch, wie gesagt, gut mal unterwegs mitnehmen. Schauen wir uns jetzt an dieser Stelle aber nochmal die Spezifikation des Solarpanels an. Diese befinden sich übrigens auch nochmal auf der Rückseite in der Tasche, wo auch das Kabel verstaut ist. So haben wir eine Spannung von 20,5 Volt und 9,7 Ampere. Und wenn man das multipliziert, kommen wir auf eine Gesamtpower von ca. 198 Watt Leistung. Das Solarpanel ist übrigens ein monokristallines 200 Watt Solarpanel mit einer hohen Umwandlungseffizienz. Das Ganze wird im Prozess gemessen und der Prozentwert dieser beträgt 23,5%. Also ihr bekommt hier auf jeden Fall auch genug Leistung, damit wir jetzt auch die Sonne effizient nutzen können, um somit dann jetzt hier wieder die Power Station mit Energie zu versorgen. Wenn es da mal so ein bisschen regnet, ist es an sich auch kein Problem. Wir haben hier eine Zertifizierung von IP65. Trotzdem empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn es anfängt zu regnen, baut das Setup lieber ab, denn dann scheint ja auch meistens nicht die Sonne. Was natürlich auch super praktisch ist, wir haben jetzt hier bei dem Kabel, was auf dem Solarmodul kommt, den Standard-Solarkabelanschluss, also die Steckverbindung. Und hier können wir jetzt natürlich auch andere Geräte anschließen. In meinem Fall aber, wie gesagt, EB55 von Bluetti. Die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Ist eine wirklich super praktische Powerstation. Da haben wir sehr viele Anschlüsse auf der Frontseite. Steckdosen, USB-A, USB-C, DC-Anschlüsse. Und somit können wir bis zu 11 Geräte gleichzeitig damit aufladen. Und wir haben eine durchschnittliche Leistung von 700 Watt bei 537 Wattstunden. Also da hat man alles, was man unterwegs braucht für den nächsten Campingausflug, für das Picknick im Park mit den Freunden oder so. Also da kriegen wir genug Power. Schaut euch dazu das Video auf jeden Fall nochmal an. Ist sehr informativ geworden und da kriegt ihr nochmal alle Infos zu der Powerstation. Ist wie gesagt unten verlinkt. Ein Punkt, über den ich jetzt aber nochmal ein bisschen sprechen möchte, das ist natürlich die Leistung. Heute scheint 0,0 die Sonne. Es ist komplett bewölkt und das ist natürlich für Solarpanels nicht optimal. Trotzdem schauen wir doch mal, was jetzt hier an Leistung bei der Powerstation ankommt. Und wenn wir uns das Ganze hier einfach mal anschauen, haben wir jetzt hier ungefähr einen Input von 30 Watt. Variiert immer so ein bisschen, 30, 25, 28 Watt. Aber so in diesem Bereich ist es aktuell. Und wie gesagt, Sonnenschein 0,0. Dann habe ich das halt nochmal getestet, als jetzt mal richtig die Sonne geschienen hat. Und dann kam ich so auf 150, 180, in Peakzeiten auch um die 190 Watt. Und maximal, wie gesagt, was wir hier rausholen können, sind fast 200 Watt, was wirklich top ist. Und ich habe diese Werte fast erreicht. Es war nicht ganz Mittagszeit, aber wenn man mal richtig in der Mittagszeit, in der prallen Sonne, die Solarpanels dann hier aufbaut, dann kommen wir ja auch fast auf die 200 Watt. Man kann natürlich auch das EB55 neben der normalen Solareinspeisung dann mit dem Stromkabel zusätzlich aufladen. Also man kann die kombinieren und wenn wir dann eine gute Sonneneinstrahlung haben, dann dauert die vollständige Aufladung 2 Stunden. Wenn wir es hier ansonsten nur die Solarpanels nutzen, dann würde es 3 Stunden dauern, die Powerstation hier komplett aufzuladen. Aber ich muss sagen, das sind auch wirklich gute Werte, wenn man irgendwie mal unterwegs ist im Urlaub mit der Powerstation und die Solarpanels dann noch mit hat auf einem Campingtrip oder so und tagsüber die hiermit dann auflädt, können wir abends dann noch entspannt den Grillabend mit vielleicht ein bisschen Beleuchtung, die wir dann über die Powerstation nutzen. Wir können die Geräte aufladen, Laptop, Handy, whatever. Und man muss für den Strom nichts bezahlen. Das ist doch wirklich top. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit des Videos angekommen. Mir hat die PV200 von Bluetti im Alltag richtig gut gefallen. Zum einen von der hochwertigen Verarbeitung. Das Ganze ist hier auch nochmal laminiert, ist somit natürlich auch nochmal langlebiger, da es aber nicht so viel Schaden nimmt. Und wenn es dann mal richtig schön sonnig ist, was es heute leider nicht ist, aber dafür ist es gut zum Filmen, haben wir dann auch eine gute Durchgangsleistung und eine hohe Effizienz, um jetzt auch wieder Geräte, die wir hieran angeschlossen haben, wie zum Beispiel die Powerstation von Bluetti oder halt auch andere Produkte, welche wir dann über die Steckverbindung anschließen können, aufladen können oder halt nutzen können. Zudem ist sie halt zusammenklappbar, das macht es einfach nochmal deutlich praktischer. Man kann es gut unterwegs mitnehmen aufgrund des Ladegriffs und wir können es auch in verschiedenen Winkeln aufstellen. Alles in allem hat es mir auf jeden Fall
wirklich richtig gut gefallen. Falls ihr weitere Fragen oder Anregungen, Tipps, was auch immer habt, was wir vielleicht noch testen können oder was ich vielleicht mal damit machen könnte, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wie gesagt, schaut euch unbedingt das Video zu der Blueti EB55 an, zu der Powerstation. Ist wirklich richtig nice. Und die Kombination aus beiden Produkten, also aus der Powerstation und den Solarpanels, bietet euch einfach die ultimative Stromnutzung. Und das Ganze natürlich kostenlos aufgrund der Sonnenenergie. Also checkt das Video unbedingt mal ab. Und damit sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.